Moin, meine liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on a Dream und heute gucken wir uns nochmal wieder die Autobauer-Szene an. Wir haben ja schon einige Videos dazu gemacht, kürzlich auch, was beispielsweise die Verschuldungsrate angeht der Großkonzerne und generell deren Zukunftspläne, wann sie umstellen wollen, wie viel, welche Leute sie sich dafür an Bord geholt haben, wie jetzt beispielsweise an dem Video für BMW. Heute geht es mehr in Richtung VW und natürlich auch immer ein bisschen um Tesla. Einfach nur, weil man natürlich die Unterschiede herausstellen möchte und weil offensichtlich so langsam dem einen oder anderen dämmert, wer die wirkliche Konkurrenz ist, jetzt mal abgesehen von den chinesischen Unternehmen. Die sind natürlich zu Hause am Heimatmarkt immer stärker unterwegs und gerade die Alteingesessenen, auch die deutschen Autobauer, hängen da ein bisschen hinterher, was so die Verkaufszahlen und ähnliches angeht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Womit fangen wir an? Ja, ganz klar, Tesla. Drittes Quartal Zahlen, was Produktion und Verkäufe, Auslieferungen angeht. Da sehen wir hier knapp 240.000 Autos gebaut und auch sogar über 240.000 verkauft. Nur um den Vergleich zu sehen, noch ein Quartal zurück sind knapp über 200.000 gerade gebaut worden. Und das heißt, wir haben jetzt hier gut 15% einfach Steigerung in den Gesamtzahlen, was die Produktion angeht, und sogar 20% bei den Auslieferungen. Liegt natürlich ein bisschen daran, dass da mehr verkauft werden konnten, weil einfach ein bisschen noch auf Lager war von den Vormonaten. Aber ja, heftig hier, wenn man davon ausgeht, einfach so 15 bis 20% Wachstum im Quartalsvergleich. Und das ist natürlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Texas fängt an zu laufen. Theoretisch kriegt die Fabrik in Berlin jetzt auch irgendwann in einem Monat oder so die offizielle Zulassung. Das wird sich noch zeigen, aber das heißt natürlich, wenn Shanghai noch nicht komplett ausgelastet ist und Texas auf jeden Fall schon mal ins Rollen kommt, dann werden die Zahlen hier natürlich jedes Quartal um eine nicht unbeträchtliche Summe steigen. Ja. Aber gucken wir uns mal im Gegenzug an, wie sieht das beispielsweise bei General Motors aus? Soll nur ein kleiner Abstecher sein, wollen uns nicht allzu viel mit beschäftigen. Aber die Kommentare von Cathie Wood waren dann doch schon einfach zu spicy, als dass ich die jetzt einfach mal ignorieren wollte. Was haben wir hier? Ja, Vehicle Deliveries, also verkaufte Fahrzeuge, 30% runter im Jahresvergleich. Das ist halt schon heftig. Und dann ist natürlich die Frage, woran liegt das? Ja, die ganze Autoszene beschwert sich natürlich über den Chipmangel. Der betrifft ja theoretisch auch Tesla. Offensichtlich nicht in derselben Form wie andere Autobauer, aber natürlich theoretisch schon. Das Problem ist natürlich gerade für die Traditionsautobauer, habe ich auch immer schon angesprochen, die sind natürlich in der üblen Zwickmühle. Cathie Wood sagt das natürlich auch selber, dass man für Elektrofahrzeuge deutlich mehr. Also hier 3 bis 5 mal so viel steht hier Chips braucht für ein einzelnes Auto im Gegensatz zu einem normalen Benziner-Dieselfahrzeug. Dann ist natürlich die Frage für GM, Ford, VW, BMW, wie sie alle heißen, ganz egal, baue ich lieber 5 oder sagen wir mal 4 Autos und verkaufe 4 oder baue ich ein Elektroauto? Ja, mal abgesehen davon, dass sie natürlich noch ihre Fabriken umrüsten müssten, die Leute umschulen müssten, theoretisch natürlich auch neue Produktionstechniken anwenden müssten und, und. Aber ja, also sie stellt das hier auch deutlich in Frage. Wie kann es sein, dass Tesla im Jahresvergleich 70% zulegt und 20% hier knapp im Quartalsvergleich und GM dagegen 33% runtergeht, was die Zahlen angeht und das auf diese Chip-Shortage-Geschichte schiebt? Und ein bisschen weiter, ein paar Tweets, schreibt sie, dass offensichtlich AMD schon auch gemeint hat und selbst GM, dass eigentlich Chip Supply nicht mehr das riesige Problem ist, dass das langsam anfängt, weniger stressig zu sein, weniger schwierig an Materialien zu kommen. Insofern macht dann da natürlich so die Aussage nicht ganz viel Sinn. Ja. Ne? Kann man einfach sehen, wie man möchte. Sie hat ja noch ein paar andere Sachen getweetet, aber im Grunde, das sind so die zwei Hauptpunkte, die ich kurz hervorheben wollte. Und um das noch ein bisschen uns näher anzugucken, dann werden wir gleich mal sehen, wie sieht das Ganze bei VW aus. Ja, ich habe ja kürzlich schon, wie gesagt, auch in deren Verschuldungsgrafik
Raten haben wir uns angeguckt und was so deren Zukunftspläne sind. Grundsätzlich hatte ich tatsächlich immer den Eindruck, VW ist, was die deutschen Autobauer angeht, sehr, sehr weit vorne dabei, sowohl was die Überzeugung und die Ernsthaftigkeit bei der Umstellung angeht, als auch tatsächlich bei der Zahl, ne, was sie einfach liefern können, was sie produzieren können, wie schnell sie das Ganze umsetzen können. Mir ist natürlich bewusst, das ist ein anderer Konzern im Verhältnis zu Tesla. Einfach auch von der Führungsstruktur und so weiter. Aber ja, was ist passiert? Kampf gegen Grünheide. Grünheide brauche ich hoffentlich keinem erklären, ist der Tesla Berlin bzw. Brandenburg Standort in Deutschland. Und VW will offensichtlich ein radikaler umbauen als ohnehin schon geplant, um gegen Tesla und die Konkurrenz aus China bestehen zu können. Ja, das sind hier die beiden wichtigsten scheinbar mehr oder weniger Leute am VW-Konzern, Konzernchef Diess links und Markenchef Brandstätter rechts, die wohl offensichtlich bis vor kurzem zumindest kein sonderlich gutes Verhältnis hatten. Aber ja, da gab es nämlich kürzlich ein Treffen, wo alle Top-Manager des ganzen VW-Konzerns zusammengetrommelt wurden, um quasi eine Krisensitzung abzuhalten. Und ja, man ist sich klar, dass man da irgendwie wirklich noch ärger umbauen muss als ohnehin schon. Das Problem ist nämlich, Tesla und die ganzen chinesischen Hersteller, die produzieren günstiger und schneller. Die Qualität der Fahrzeuge ist einfach nicht mehr so unterschiedlich im Sinne von so viel schlechter, als man das sich natürlich aus deutscher Autobauersicht wünschen würde. Und demzufolge machen die Chinesen das natürlich im Grunde genauso wie wir Deutschen. Da sind die eigenen Marken natürlich wesentlich sympathischer, zusammen jetzt mit Tesla, aber grundsätzlich kaufen die natürlich eher chinesische Hersteller, als dass die jetzt deutsche Autos da kaufen wollen, wenn die einfach technisch quasi in der Steinzeit stehen geblieben sind. Ja, und da schreiben sie hier, 70% der chinesischen Kunden haben sich im Grunde schon für ihr nächstes Premium-Fahrzeug für einen chinesischen Hersteller entschieden. Ja, und der ID.4, der quasi Golf, wie auch immer man den bezeichnen möchte, auf elektrisch halt von VW, spielt da keine wirkliche Rolle in China. Das ist ein bisschen problematisch natürlich für einen der zwei größten Autobauer der Welt, mal abgesehen von Toyota. Und dann gehen sie noch weiter ins Detail, was ich tatsächlich super interessant fand. Das ist ja was, wo ich so als Laie in Anführungszeichen natürlich noch nicht wirklich das ins Verhältnis setzen kann. Ich selber habe tatsächlich mal in erweiterten Sinne für den VW-Konzern gearbeitet, indem ich für Magna gearbeitet habe, aber soll jetzt hier nicht zur Sache spielen. Jedenfalls schreiben sie hier, dass ein Tesla Model 3 in 10 Stunden gebaut wird und das ist mehr als dreimal so schnell, als dass man einen ID.3 bauen kann. Ja, also noch nicht mal das neueste Modell, sondern noch das Vorgängermodell. Kann natürlich sein, dass man hier ein bisschen irgendwie was verbessern konnte. Aber wer sich die Videos von Sandy Monroe und so weiter anguckt, andere Leute, die reine Tesla-YouTube-Kanäle betreiben, gerade im englischsprachigen Raum, der weiß natürlich, dass Tesla einfach durch diese Megapressen, die die haben, so viel weniger Einzelteile haben, also so viel weniger Arbeitsschritte haben, sehr, sehr viel mehr natürlich mit Robotern arbeiten können und viele Arbeitsschritte auch gar nicht brauchen. Plus natürlich viele Dinge im eigenen Haus machen. Sie erzeugen die eigenen Chips teilweise. Sie werden in Zukunft keinen unbeträchtlichen Anteil an den eigenen Batterien erzeugen. Und das heißt, du bist natürlich dann einfach nicht mehr so viel auf Fremdprodukte angewiesen und musst dafür sorgen, dass die miteinander irgendwie vernünftig funktionieren. Aber dreimal schneller ein Auto von Tesla gebaut als ein VW ID.3 in Zwickau, was ja eines der neueren Werke von VW ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist natürlich heftig. Da ist kein Wunder, dass dann natürlich das, was am Ende als Gewinn pro Fahrzeug hängen bleibt, bei Tesla deutlich besser aussieht als bei VW. Ja, und hier steht noch, in Deutschland hat VW noch einige Modelle, sechs Modelle unter den Top 10 meistverkauften, aber europaweit kein einziges in den Top 10. Kein einziges in Europa. Das finde ich schon hart. Also das muss ich ehrlich sagen. Da bin selbst ich ein bisschen erstaunt. Hätte ich gedacht, dass VW besser dasteht, als offensichtlich der Fall ist. Ja, und was ist hier das Ziel für VW? Man hat einen Plan, ein Trinity-Projekt,
Das soll ein Elektroauto 2026 auf den Markt kommen. Und man möchte natürlich wettbewerbsfähiger sein. Aber ganz ehrlich, wenn man sich das hier so durchliest, das wirkt eher so, als ob VW noch gar nicht weiß, wie das wirklich laufen soll, wer noch gar keinen wirklichen Plan hat. Und wir kommen da gleich noch ein bisschen auf ein anderes Detail zu sprechen. Aber weil man hier natürlich immer von der Sicherung von Arbeitsplätzen redet, letztendlich wird man aber nicht dran vorbeikommen, dass man effizienter in der Produktion wird, weil ansonsten wird ein definitiv Tesla im europäischen Umfeld, aber sicherlich auch gerade in China oder generell in Asien, die asiatischen Hersteller definitiv abhängen. Also, das sieht jetzt hier nicht allzu gut aus, wenn ich ehrlich bin. Und dann machen sich nämlich schon auch die neue Betriebsratschefin hier, Daniela Carvalho, die macht sich Sorgen, dass das neue Modell natürlich, wenn es effizienter gebaut wird, einfach vom Volumen her gar nicht ausreicht, um das Stammwerk allein in Wolfsburg auszulasten. Das hat in den letzten Jahren deutlich an Kapazität nicht eingebüßt, aber quasi ungenutzt gelassen. Ja, früher war man so um die 800.000 Fahrzeuge hier pro Jahr, die man dort bauen wollte. Dann in den letzten Jahren oder im jüngsten 10-Jahresschnitt noch bei 780.000. Ursprünglich wurde mal rausgegeben, dass man vielleicht sogar anstrebt, auf 1 Million zu kommen in dem Stammwerk. Aber selbst diese 780.000 laut dem Artikel hier vom Handelsblatt, wo der Betriebsrat eine Beschleunigung der Umstellung auf E-Autos im Stammwerk in Wolfsburg fordert, selbst diese 780.000 wird man wohl bei weitem nicht schaffen und das eben nicht nur aufgrund des Chipmangels, ja, weil wenn AMD schon mal schreibt, das ist nicht so tragisch und GM eigentlich selber auch, dann liegt es wohl eher daran, dass die Produkte einfach im Verhältnis schlechter sind. Schlicht und ergreifend. Wird natürlich auch noch andere Gründe geben, brauchen wir nicht drüber reden, aber es sind auch einfach dann nicht mehr die qualitativen Unterschiede oder Sprünge nach oben, die einen preislichen, besseren oder teuren Preis rechtfertigen würden. Ja, insofern sieht nicht gut aus hier. Hier schreiben Sie, 2018 war noch das Ziel von 1 Million ausgegeben worden, aber davon ist man natürlich weit weg. Und wenn halt erst, überleg mal, 2026 dieses Trinity-Projekt so weit ist, dass da ein Fahrzeug produktionsreif ist, das ist ja ein kompletter Entwicklungszyklus, ja, ungefähr 4, 5 Jahre, so Pi mal Daumen muss man rechnen. Bei Fahrzeugen im klassischen dauert das Ganze Minimum. Aber was ist denn das? Das heißt, man hatte noch gar kein Ziel, man hatte noch gar keinen Plan, was wirklich wie aussehen soll. Dann kommen noch die ganzen Kinderkrankheiten, die man erst noch irgendwie ausmerzen müsste über die nächsten Jahre. Also ich sehe nicht so richtig, wie man hier mit dieser Entwicklung, ja, plus 15, plus 20%, wie auch immer man das betrachten möchte, von den Verkaufszahlen auf jeden Fall plus 20%, wie man da mithalten will, ja. Tesla eröffnet jetzt zwei neue Gigafactories noch Ende dieses Jahres. In 2 Jahren spätestens wird vermutlich die Fabrik stehen, die den Cybertruck für den US-Markt baut. Also auch da geht es dann an die beliebteste Autoklasse in den USA, an die Standardversorger derzeit mit Ford, Chevy und Dodge und so weiter. Also, ich habe da so echt meine liebe Mühe, mittlerweile sogar VW bei den Gewinnern oder sagen wir mal einfach bei den Überlebenden wahrzunehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man dann noch berücksichtigt, ja, Tesla wird ja immer gerne nur als Autofirma betrachtet und verglichen, die haben natürlich auch noch Finger in so vielen anderen Töpfen mit drin. Wenn die ihre Batterien, die sie selber bauen, nicht für Autos verwenden könnten, warum auch immer, ja, sei es durch den Chipmangel oder mangelnder Bedarf oder. Dann können sie die Batterien auch einfach in ihre Megapacks hauen und die ganze Welt im Energiesektor mit ihren Megapacks versorgen oder eben die ganzen Häuselbauer mit dieser Powerwall und den Solardächern ausstatten. Also, das ist was, da reden wir noch gar nicht von den selbstfahrenden Autos oder von den Robotern, die Tesla potenziell irgendwann mal als Ersatz für menschliche Arbeitskräfte bauen möchte. Ja, erstmal für Standard einfache wiederholende Tätigkeiten, aber später natürlich auch für komplexere Sachen. Also, ich weiß es nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich kann mir
kurz- und mittelfristig keine Investitionen in irgendein deutsches Autounternehmen vorstellen. Die sind bis über beide Ohren alle verschuldet. Die müssen erst noch ihre ganze Produktion umstellen. Die haben im Grunde auch noch kein echt wettbewerbsfähiges Modell, was man überhaupt bauen könnte. Das muss erst entwickelt werden. Das allein würde ungefähr 3, 4, 5 Jahre dauern. Bis dahin baut Tesla vermutlich alleine irgendwie 4 Millionen Fahrzeuge von den Chinesen, die natürlich auch, siehe XPeng in Skandinavien, eher schon langsam in den europäischen Markt drängen. Von denen rede ich noch gar nicht. Also, ich glaube, da wird es die eine oder andere Firma, so wie Nokia am Handymarkt, irgendwann eigentlich mal der Platzhirsch war, den Umstieg aber nicht geschafft hat. Da wird es auch einige im Laufe des Jahrzehnts wahrscheinlich dahin raffen. Und wenn man das hier so liest, weiß ich nicht, ob VW bei den Überlebenden dabei ist, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe es ja auch im letzten Video schon angedeutet, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, die eine oder andere Position bei mir im Depot aufzulösen. Also es geht da eher um die spekulativeren im Sinne von Huya, NNDM glaube ich nicht, aber beispielsweise so ein bisschen was aus dem Cannabis-Sektor mit Soil Global vielleicht. Und dafür noch mehr Tesla-Anteile kaufen. Tesla ist natürlich schon eine verhältnismäßig große Position bei mir im Depot. Wenn ich die Änderung mache, würde ich auch nochmal ein extra Video drüber machen. Aber ich hoffe, ich weiß noch nicht genau, dass wir jetzt erstmal so diese Vergleiche zwischen Standardautobauern und Tesla ein bisschen damit abgehakt haben. Wir haben ja auch in diese Studie reingeguckt, was die Zukunft des Transportwesens angeht. Da geht es natürlich gerade in 5 oder spätestens 10 Jahren immer mehr noch in Richtung selbstfahrende Fahrzeuge, Robotaxis und so weiter. Also ich sehe halt auch da niemanden aus der Automobilbranche so gut gerüstet wie Tesla. Insofern, ja, aus meiner Sicht ein No-Brainer, auch jetzt noch da einzusteigen. Spannender wäre es natürlich, wenn der Preis irgendwann nochmal wieder zurückkommt. Ob das der Fall ist oder nicht, die Bewertung vom jetzigen Stand für das, was man an Verkaufszahlen hat, ist natürlich sportlich, aber wenn man auch nur 2 Jahre in die Zukunft guckt, dann ist das meiner Meinung nach mehr als gerechtfertigt. Also aus meiner Sicht durchaus noch eine gute Kaufgelegenheit. Ist wie immer natürlich keine Kaufempfehlung, keine Vermögensberatung. Ihr wisst es eh. Aber bei allen anderen Autofirmen, gerade aus dem europäischen Raum, aber auch dem US-Bereich, wäre ich persönlich sehr, sehr vorsichtig durch die Bank weg, ganz egal, um wen es dabei geht. Weiß ich nicht. Ich habe natürlich viele nicht so genau mich reingelesen wie ein Tesla, muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber von dem, was man so beim Überfliegen sieht, sieht halt nicht so schön aus. Aber bevor ich jetzt hier nur noch rumlabere, soll es das an der Stelle gewesen sein. In Kürze kommt natürlich wieder das Depot-Update vom letzten Monat, beziehungsweise natürlich auch vom Quartal Nummer 3. Das habe ich nicht vergessen, keine Sorge. Auch wenn es bei mir da momentan eher seitlich oder sagen wir natürlich sogar leicht negativ läuft, das werde ich euch nie vorenthalten. Das gehört einfach dazu. Ist aber nichts, was mir schlaflose Nächte bereitet. Insofern kein Problem, keine Sorge. Das Video kommt wahrscheinlich sogar jetzt als nächstes in 2, 3 Tagen. Das muss ich noch gucken. Falls irgendwas super Interessantes aufpoppt, so wie jetzt hier die Tweets von Cathie Wood und dem, was ich so gesehen habe von dieser Krisensitzung von VW, dann kommt was anderes vielleicht noch früher, aber vermutlich als nächstes das Depot-Update. Aber das war's an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, hoffe ich natürlich auch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, denkt dran, arbeitet mal auch an eurem Traum. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.